Also ich glaube ganz ehrlich, dem Daniel Ricciardo sein Karriereende ist in Sicht. Den Hamilton, dass er den geholt hat, glaube ich, war ein bisschen früh. Da hätte er noch ein bisschen warten müssen. Der Fernando weiß jetzt, hallo, weiter, das machst du nicht nochmal, sonst passiert was. Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans zur dritten Ausgabe unseres AVD Motorsportmagazins mit Christian Danner. Herzlich willkommen. Ja, hallo ihr Lieben. Und die ersten zwei Rennen waren ja schon ein bisschen mühseliger. Wir haben immer spannende Themen gefunden, aber jetzt können wir mal wirklich über Racing sprechen. Das freut uns doch am meisten. Ja, natürlich. Ich meine, Melbourne ist natürlich von der Streckencharakteristik her eine Strecke, da ist immer ein bisschen mehr geboten. Und wenn es nur ist, dass der eine oder andere mal durch den Kies fährt und überholen, ist ja, ich sage jetzt mal, auch immer ein bisschen riskant, aber möglich. Nein, Melbourne ist toll und war eigentlich auch ein Rennen, wo man gut zuschauen konnte. Die Geschichte des Rennens hat natürlich vorne an der Spitze Carlos Sainz geschrieben, über den sprechen wir später auch noch mehr. Aber die Szene des Rennens, die gab es ein bisschen weiter hinten im Feld und relativ spät im Rennen. Der Unfall von George Russell, der erstmal aussah wie ein normaler Unfall. Oder was hast du dir gedacht, als du den das erste Mal gesehen hast? Naja, man hat ja nur gesehen, der liegt da auf der Seite, dachte ich, der ist halt rausgeflogen. Als man dann in der Wiederholung sehen konnte, wie das da bei Alonso vorne aussah, da kam natürlich schon logischerweise die Frage, war das eine und das andere, nämlich der Alonso fährt ein bisschen langsamer, sichtbar, und der Unfall, war das zwei verschiedene Paar Stiefel oder hat das zusammengehört? Das war die Frage. Ich habe mir dann aber nicht wahnsinnig viel mehr dabei gedacht, weil die Stewards ja jederzeit in der Lage sind, die Blackbox zu kontrollieren. Da sehen die, wer wann wo Gas gibt, bremst und das im Vergleich zu den anderen Runden. Und wenn er da wirklich mal, ich sag mal, ein bisschen ans Limit gegangen wäre, habe ich mir gedacht, dann gibt es da eine Strafe. Und jetzt wissen wir, es gab auch eine. Das Schöne ist, dass in der modernen Formel 1 nicht nur die Stewards die Daten sehen können, sondern auch wir. Man kann das ja ein bisschen nachverfolgen. Und da sieht man schon relativ eindeutig, 100 Meter früher als sonst ist er auf die Bremse gestiegen, hat dann sogar nochmal beschleunigt und hat dann nochmal abgebremst. Jetzt die erste Frage in diese Richtung ist die Entscheidung der Stewards korrekt, dass er die Strafe bekommen hat? Also die Entscheidung des Stewards ist absolut korrekt, denn das war natürlich erwiesenermaßen gefährlich. Wenn die Stewards es so sehen, dass er dadurch den Russell mehr oder weniger in die Bredouille gebracht hat, dann hat er de facto einen Unfall verursacht und dafür eine dann doch, sag ich mal, relativ spürbare Strafe zu kriegen, ist schon in Ordnung. Allerdings muss man sagen, bei solchen Sachen kann ich mich erinnern, das war jetzt nicht unbedingt so, dass das immer bestraft wurde. Da wurde auch gern mal drüber hinweggesehen. Oder es gab auch mal eine Rennensperre für solche Sachen. Also die Stewards haben hier einen Mittelweg gewählt, den ich vielleicht jetzt mal für gehbar, gangbar halte und auch in Ordnung finde. Denn der Fernando weiß jetzt, hallo, weiter, das machst du nicht nochmal, sonst passiert was. Und mir ist schon aufgefallen, dass dieses Jahr gerade mit dem, ich sage jetzt mal, denken wir an Magnussen, wie er alle aufgehalten hat, auch heute Hülkenberg, das war mit dem Albon, war auch ein bisschen grenzwertig. Also logischerweise reizen die Fahrer ihre Freiheiten immer aus. Und so gesehen war das jetzt, dieser Unfall, schon mal an der Zeit, dass man gesagt hat, also bis hierhin und nicht weiter. Denn das kann böse enden. Und ich meine, das waren ja Geschwindigkeiten, da in die Kurve fährt man mit 250, 260 ungefähr. Da sollte man keine Faxen machen, finde ich. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, ein Alonso kommt natürlich aus der Schumi-Zeit. Da war das gang und gäbe. Da hatten wir das Wochenende für Wochenende. Und darüber hat sich damals Mika Häkkinen immer so beschwert. Er hat gesagt, ihr seid alle wahnsinnig, es ist viel zu gefährlich. Was macht ihr hier alle? Das hat dann total abgenommen und wurde dann, ich sage jetzt mal, auch geahndet. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass alle gesagt haben, let them race, lasse doch fahren. Und dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab der Bestrafungs-, ja, sagen wir mal, Schwere der Bestrafung, hat dazu geführt, dass es halt jetzt das Limit wieder ein bisschen
ja, nach oben geschoben wurde. Und jetzt haben die Stewards einen Pfosten reingehauen und gesagt, nee, 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 das so nicht, meine Herren. Und das werden sich die anderen auch ganz genau anschauen und ganz genau durchlesen. Das haben sie auch ganz klug gemacht. Sie haben ja nicht Causing a Collision genommen, sondern haben eine gefährliche Fahrweise von Fernando Alonso angeführt, weil Causing a Collision ohne Berührung ist natürlich Ist auch ein bisschen schwierig. kompliziert. Ja. Wobei, ich glaube, Grosjean hat das ja auch schon mal geschafft, als ihn Eriksen erwischt hat und so weiter. Aber das ist wieder eine Geschichte für sich. Jetzt gibt es ja dieses geflügelte Wort, fast muss man sagen, Brake-Testing. War das jetzt ein klassisches Brake-Testing, was Alonso da gemacht hat, oder war das schon ein bisschen anders? Nein, das war nein, das war kein klassischer Brake-Test. Ein klassischer Brake-Test ist wesentlich brutaler. Das, was er gemacht hat, war halt ein bisschen Unruhe stiften, so wie man es früher auch in der Aufwärmrunde nach dem Safety Car immer wieder gemacht hat, damit hinter einem der Schwung verloren geht. Und es war ja klar, es ging ja in die letzte Runde und da ging es um eine Position. So gesehen war das kein klassischer Brake-Test. Ein richtiger Brake-Test ist viel brutaler. Und Alonso hat ja selbst gesagt, er hat versucht, ein bisschen früher Gas rauszunehmen, um dann eben einen besseren Kurvenausgang zu haben. Klassische Rennfahrerweisheit, slow in, fast out. Genau. Ja gut, ich meine, die Argumentationskette bei einem Alonso, der ja wirklich total smart ist und intelligent ist, war da vorher schon klar. Und das ist auch ein Argument, also das muss man gelten lassen. Ich glaube, deswegen sage ich ja, das war jetzt kein klassischer Brake-Test, dass er also versucht hat, den anderen da komplett ins Nirvana zu schicken. Aber es war eine kernige Aktion, die eine Strafe verdient hat, finde ich. Denn gerade auf einem Stadtkurs bei solchen Geschwindigkeiten sollte man solche Sachen nicht machen. Auch wenn ich das subjektiv, natürlich muss ja ehrlich sein, immer so ein bisschen nachvollziehen kann. Weil wenn ich da schon vorne bin und die eine Runde, und dann mache ich es ihm halt ein bisschen schwerer. Aber ich glaube, die Stewards haben hier eine richtige, eine gute und auch von der Intensität her richtige Strafe ausgesprochen, das merkt er sich und jetzt sind die Fronten wieder geklärt. Das gilt natürlich auch für alle anderen, denn jeder schaut ja zu, wer kommt womit so durch. Und Rennfahrer sind halt nun mal so, die pushen alles immer bis ans absolute Limit und das ist heute definiert worden, einmal mehr. Also dann kann man sagen, Schlitzohr Alonso ja, aber ganz so schlimm, wie es der ein oder andere jetzt bei ihm gesehen hat, war es dann vielleicht nicht. Aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das jetzt Russell komplett entlastet, ob der jetzt eigentlich nichts dafür kann für diesen Abflug. Nein, also ich fand ja den George ganz nett, weil er, also das heißt nett, ich fand das irgendwo sehr sympathisch. Der hat also nicht wie alle anderen sofort rumgezetert und geschimpft, ja, die anderen sind schuld und der böse Alonso. Nein, der hat gar nichts gesagt, das war meine Schuld. Ich bin rausgeflogen und den Rest schaue ich mir dann mal an. Dass der Alonso da wahrscheinlich und offensichtlich eine Mitschuld trägt, ist klar. Aber ein Russell muss schon auch wissen, wie positioniere ich mich, um dann von seiner Seite her den richtigen Schwung zu haben. Denn dort war eh kein Rankommen, kein Vorbeikommen, nur ein Näherkommen. Die beiden sind nicht kollidiert, also hat auch der Russell einen Fehler gemacht. Der ist vielleicht erschrocken, verwirrt worden oder natürlich durcheinander gekommen. Ja. Aber ich glaube, auch der Russell wird heute Abend kann sich ganz genau überlegen, was er daraus lernt. Einsicht ist ja bei Rennfahrern immer so eine Sache. Schwierig ist. Jetzt habe ich mich gefragt, hat der vielleicht so besonnen reagiert auf die ganze Geschichte, weil vielleicht Fernando Alonso im nächsten Jahr sein Teamkollege sein könnte? Und auch Fernando Alonso hat ja in gewisser Weise zugegeben, dass er versucht hat, einen besseren Exit zu haben. Es hat sich fast ein bisschen schwach alles angehört. Nein, ich glaube, so weit denken Sie also jetzt noch nicht. Ich glaube nicht, dass man da schon davon ausgeht, potenziell zukünftige Teamkollegen hier irgendwie zu befrieden oder dass die beiden das untereinander so sanft gemacht haben. Ich glaube, das Ganze war von Alonsos Seite wohl überlegt und vorbereitet. Das muss er sagen. Und von Russells Seite, der hat mal lieber nicht mehr gesagt, weil seine eigene Mitschuld ja auch dabei war. So gesehen glaube ich, dass man es nicht in die Zukunft interpretieren sollte, sondern dabei belassen soll. Das war ein Unfall, der war Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Und da hatten beide Schuld, aber natürlich war der Alonso derjenige, der ich sage jetzt mal, das Durcheinander bei Russell verursacht hat. Dass er sich darauf eingelassen hat, war dann wieder bei Russell. Also das weiß der ganz genau.
Bevor wir jetzt zum Mann des Rennens kommen, nämlich zu Carlos Sainz, kommen wir zu einer unserer Lieblingsrubriken, nämlich Ask AVD. Wir führen ja hier keinen Dialog nur untereinander, sondern wir beziehen natürlich auch unsere Zuschauer mit ein. Unter dem Hashtag AskAVD könnt ihr uns immer für diese Ausgabe Fragen stellen. Oder nicht uns, sondern unserem Experten Christian Danner. Und heute haben wir eine sehr interessante Frage, wie ich finde, von BerndXX657. Der will wissen, hat Ricardo ein Tief oder Yuki ein Hoch? Das finde ich interessant. Also, das kann man von beiden Seiten immer sehen. Also, Tsunoda richtig gute Leistung abgeliefert, Punkte geholt, auch noch profitiert dann von der Alonso-Strafe. Daniel Ricciardo hingegen im Nirgendwo. Wo liegt die Wahrheit? Ja, also der Bernd hat hier eine wirklich gute Frage gestellt und das ist eine ganz aktuelle, eine brandaktuelle Frage, die sich auch bei Red Bull oder auch der Helmut Marko jeden Tag wieder stellt. Was ist jetzt da eigentlich? Ist auf einmal der Yuki Tsunoda hier zum Superstar aufgestiegen und kann alles besser, als man ihm je zugetraut hat? Oder ist der Ricardo so ein bisschen, dass er hinten runterfällt? Ich persönlich muss sagen, ich befürchte, der Tsunoda ist nach wie vor Tsunoda, also okay, aber nicht irgendwie überragend. Und der Danny Ricciardo hat fundamentale Probleme, ähnlich wie er sie 2 Jahre lang bei McLaren hatte, hat er halt jetzt wieder. Woran auch das immer genau liegt, dass er nicht kriegt, was er haben will, dass das Auto nicht macht, was er will, führt dazu, dass man sagen kann, eigentlich der Ricciardo war zwar schnell, aber er war halt in einem Red Bull, der so war, wie ein Red Bull halt eben ist, mit unglaublich viel Abtrieb und so weiter, hat er das gemacht, was er haben wollte. Ich glaube eher, lieber Bernd, dass der Ricciardo das Problem ist, als der Tsunoda überragend. Wir hören uns ja mal ganz interessiert die Aussagen der Fahrer an. Und nach dem Qualifying hat sich das von Ricardo sehr ähnlich angehört wie diese 2 McLaren-Jahre. Also es hört sich schon einfach wieder so an wie damals. Aber die Frage ist, war der wirklich nur in diesem Red Bull schnell oder wurde oder hat er es verlernt? Kann man sowas überhaupt verlernen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube eigentlich, so ganz grundsätzlich kann man es nicht verlernen. Aber wenn man drauf schaut, der Ricardo war schon bei Red Bull wahnsinnig gut und hatte aber dann bei Renault auch ein paar, ich sage mal, durchaus coole Jahre. Oder wie lange war er da? Auf jeden Fall hat er da auch gut überholt und gut ist gut gefahren. Also ich glaube nicht, dass es auf Red Bull zu reduzieren ist. Aber eines ist klar, das dauert jetzt ein bisschen zu lange, diese schwache Form. Und wenn ich mir irgendwie zur Vorgabe mache, ich möchte irgendwann mal wieder zu Red Bull beziehungsweise gegen den Max Verstappen fahren, ja, dann muss der Tsunoda, ganz egal in welcher Topform er sich gerade befindet, auf jeden Fall zu bügeln sein. Ich sag's ganz ehrlich, Ricardo ist eine tolle Bereicherung für die Formel 1, weil er ist, wie er ist, ein fröhlicher Knopf und lacht und so weiter. Ich glaube aber, das Karriereende ist hier in Sicht. Also klare Aussage an dieser Stelle. Tragische Geschichte beim Heim-Grand Prix fast, dass man da so abschneidet und so untergeht gegen den Teamkollegen. Auf der anderen Seite haben wir ein wahres Wunder fast erlebt. Carlos Sainz hat den Grand Prix gewonnen, hat Max Verstappen und Red Bull Racing schlagen können. Und das nach dieser Vorgeschichte. Ich habe es im Video schon gesagt auf unserem Kanal. Es hat mich so ein bisschen an Gerhard Berger 1997 Hockenheim erinnert. Die Vorzeichen richtig schlecht, den Vertrag nicht verlängert bekommen. Stattdessen hat man Hamilton ausgesucht. Dann die OP. Das war schon ein kleines Formel-1-Wunder, was der abgeliefert hat, oder? Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, erstens mal Kompliment an die Ärzte und an die Technologie, die heute bei einer Blinddarmoperation einzusetzen ist. Zweitens hat er natürlich auch Glück gehabt, wenn wir an den Albon denken, der ja ähnlich gute Ärzte hatte und da waren größte Komplikationen dabei. Also da hat er schon mal Glück gehabt. Und was mir aber mal von der OP, ich will das nicht so sehr an dem medizinischen Thema festmachen, sondern was mir wahnsinnig gut gefällt an dem Carlos Sainz ist, dass der mit einem Einsatz und mit einer Freude und mit einer Aggressivität daran geht. Das ist toll, dazu zu schauen. Und ich meine, der Charles Leclerc hat da echt zu knabbern daran. Das ist nicht so einfach. Wenn ich als zukünftiger Nummer-1-Fahrer hier von dem Gefeuerten verblasen werde, dann ist das schwierig. Das ist wirklich nicht lustig.
Und deswegen glaube ich, dass im Moment der Carlos Sainz bei Ferrari alles durcheinander bringt. Erstens, ihr habt den Falschen für nächstes Jahr unter verpflichtet. Ihr schaut ja, der Hamilton fährt hinterher, bin viel besser. Zweitens, ihr habt von denen, wenn ihr schon den Hamilton haben wollt, habt ihr den Falschen behalten, nämlich den Leclerc. Ich fahre schneller. Großartiges Gefühl für ihn. Und das verbunden mit ein wenig, sage ich jetzt mal, spanischem Machismo und mit dem Papa, der sich dauernd da mitfreut. Also mir gefällt das wahnsinnig gut, weil ich glaube, dass hier so ein bisschen das menschliche Element mitschwingt. Das ist nicht nur fahren und bremsen ein bisschen später und ein bisschen früher einlenken und was weiß ich, was man so machen muss und Tire Management. Da gehört auch so eine brünstige Grundeinstellung dazu. Jetzt ich und sonst keiner. Und ich finde, das sieht man ihm nicht nur in den Augen an, sondern auch in jeder Kurve. Also das gefällt mir sehr gut und da kriegt er schon ein großes Kompliment, weil das körperliche Problem mit dem Blinddarm so kommt natürlich auch dazu. Das macht die Sache ja nicht unbedingt einfacher. Aber das, was man daraus lernt, ist, dass man als Fahrer eben klar braucht man das richtige Auto, aber dass man schon was bewegen kann. Und eins haben wir auch gesehen, und das wollte ich unbedingt auch nochmal sagen für unsere Zuschauer: Es ist schon ein wahnsinniger Vorteil, vorne wegzufahren. Ein unglaublicher Vorteil. Solange Pirelli dieses Problem mit dem, dass die Reifen, sobald sie ein bisschen zum Rutschen anfangen, in die Knie gehen, was den Grip angeht, nicht in den Griff kriegen, da können wir mit den Turbulenzen und der Clean Air rumtun, wie wir wollen. Es ist offensichtlich und von allen Fahrern auch genauso erkannt und erklärt, wenn ich da allein vorne wegfahre, habe ich einen unglaublichen Vorteil, was das Reifenmanagement angeht. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die man für die Zukunft in Angriff nehmen sollte. Du hast es gerade schon wunderbar gesagt, hast dich in Carlos Sainz hineinversetzt. Ich meine, ja, jetzt zeigt das, dass sie den Falschen geholt haben, dass sie den Falschen rausgeworfen haben, wie auch immer. Du hast dich in ihn reinversetzt. Jetzt will ich aber wissen, was Christian Danner denkt. Sollte Fred Vasseur seine Entscheidung bereuen oder zumindest anzweifeln? Ja, also das würde ich jetzt schon mal anzweifeln. Gut, der Lewis hat natürlich auf der Mercedes-Seite jetzt auch wirklich so ein bisschen auch die Pest mitgemietet. Nicht nur, das ist jetzt nicht so, dass der jetzt auf einmal Ricardo-mäßig hinten runterfällt. Das ist nicht der Fall. Aber dieser Mercedes scheint einmal mehr in den meisten Fällen eine Fehlkonstruktion zu sein. In den meisten Fällen soll heißen, dass er einen ganz schmalen Bereich hat, wo man mit dem Ding fahren kann. Das zu finden ist mehr oder weniger Glückssache. Und da wieder rauszufallen ist Pech, weil man es gar nicht vorhersagen kann, laut Technikern, laut Fahrern. Und dass der Lewis jetzt da gestrauchelt ist oder ein paar Mal auf die Nase gefallen ist mit dem Thema, würde ich ihm jetzt noch gar nicht so zum Vorwurf machen. Aber eins ist klar, der so ein Sainz in einer solchen Form, wenn er den Leclerc, das ist ja auch nicht irgendeiner, so im Griff hat, dann bin ich der Meinung, kann man schon locker flockig sagen, da hat vielleicht der Fred Vasseur zu früh entschieden. Zu früh entschieden im Sinne von Lewis Hamilton geholt oder im Sinne von, er hätte Charles Leclerc sogar vielleicht gegen ihn tauschen sollen? Ja, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen und will mich gar nicht reinversetzen, weil das ist natürlich alles höchst politisch. Das belassen wir mal dabei. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir sagen, den Hamilton, dass er den geholt hat, glaube ich, war ein bisschen früh. Da hätte er noch ein bisschen warten müssen. Und zwar ja keine Not. Ja. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz aufs Sportliche, was Ferrari angeht. Die große Frage, die wir wahrscheinlich nie beantwortet bekommen, ist natürlich, hätte Sainz dieses Rennen auch gewonnen, wenn Verstappen durchgehalten hätte, wenn es da diesen Defekt nicht gegeben hätte, weil wir da sowieso keine Antwort kriegen und wir wollen ja nicht hätte, wäre, wenn. Schauen wir lieber in die Glaskugel. Wie sieht es denn in Suzuka aus? Hat der Ferrari wieder eine Chance oder war das jetzt, egal wie es ausgegangen wäre, sie waren ja konkurrenzfähiger, aber wie sieht es denn in Suzuka aus? Ist der Ferrari wieder mit vorne mit dabei? Kann Red Bull vielleicht schlagen oder war das ein One-Off? Also das mit der Glaskugel sehe ich genauso, aber ich benütze für diese Vorhersagen immer, also dieses hätte, wäre, wenn, benütze ich immer den gesunden Menschenverstand. Natürlich hätte Verstappen gewonnen, wenn er problemlos weitergefahren wäre.
Das ist meine Meinung. Wird sich das für Suzuka ändern? Nein, der Abstand wird eher größer, denn ich sehe schon den Red Bull nach wie vor als das bessere Auto. Der Ferrari ist offensichtlich relativ nah dran und auch im Vergleich zum vergangenen Jahr viel schöner zu fahren. Ja? Man kann damit viel mehr anstellen, ohne dauernd in Schwierigkeiten zu geraten. Aber ein Verstappen in Suzuka ist, glaube ich, ganz klar die Nummer eins und da hilft auch ein Zwischenhoch bei Ferrari nicht, wenn es da keine technischen Probleme gibt, keine Ausfälle gibt, wie so eine klemmende Bremsscheibe, die übrigens sehr spektakulär zerplatzt ist bei der Boxeneinfahrt, muss ich mal wirklich sagen, dass man mal sieht, das ist irre. Ja. Also was da an Technik schieflaufen kann, macht einen schon nachdenklich, dass das alles bisher eigentlich immer so gut geht, dass alle immer ankommen. Und deswegen glaube ich, in Suzuka werden wir wieder einen Verstappen in Topform erleben und auch ganz vorne in der Startaufstellung und dann auch ganz vorne im Rennen. Also wir halten an der Stelle fest, Bremsschäden sind heutzutage spektakulärer als Motorschäden, wie man bei Lewis Hamilton gesehen hat. Aber Ja. bevor wir unsere Zuschauer jetzt entlassen, kommen wir noch auf eine Herzensangelegenheit von uns beiden, glaube ich sogar, zu sprechen. Wir gehen rüber und machen einen AVD-Pitstop und schauen uns etwas ganz Tolles an. Wir haben letztens telefoniert und dann haben wir einfach so drüber gesprochen, weil es so toll ist. Es geht um das Nationale Automuseum, um die Low Collection, die FIA vergibt jedes Jahr einen Preis, einen Wanderpokal für außergewöhnliche und herausragende Anstrengungen im Bereich von historischen Fahrzeugen. Und der AVD hat da dieses Museum nominiert, hat dann prompt auch gewonnen. Und bevor wir da jetzt erstmal noch drüber philosophieren, was es da Schönes gibt, zeigen wir, glaube ich, einfach mal ein paar richtig schöne Impressionen. Ja, also das ist wirklich unglaublich, wenn man durch die Hallen dort geht, was da alles zu sehen ist. Das ist nicht nur von den reinen Exponaten, also von den Autos, die da stehen, sagenhaft, sondern es ist auch mit unglaublich viel Liebe und mit sehr viel Sachverstand gemacht. Also alles in diesem Museum, was man anschauen kann, passt zu den Automobilen der jeweiligen Zeit und jedes einzelne Auto hat eine Story zu erzählen. Und ich bin natürlich logischerweise bei den Rennautos, bei den Ferraris, bei dem 2004er Schumi Ferrari Formel 1 hängen geblieben und habe mir gedacht, mein Gott, was war da los in Hockenheim am Nürburgring? Was waren das für Veranstaltungen? Da hat Deutschland komplett durchgedreht mit dem Thema Formel 1. Und wenn man das so gut ja, in Erinnerung hat und vor allem auch live mit dabei war und dann steht man da so vor so einem Auto, ist es natürlich noch toller, als wenn man nur in Anführungszeichen das Auto sieht. Aber die Autos allein sind einfach sagenhaft, was da alles steht. Und man kann ja immer ein bisschen selbst recherchieren, was die Autos so angestellt haben, neben dem, was natürlich davor steht. Und da kann man so die Emotionen ein bisschen mit abschöpfen und nicht nur ein Auto gucken. Ungefähr 150 Fahrzeuge aus 135 Jahren Automobilgeschichte gibt es dort zu sehen. Und du hast mir das letztens sogar erzählt, du hast selbst noch was gelernt über Ferrari, weil es da eine Ferrari-Sonderausstellung gab. Richtig spektakuläre Exponate, nicht irgendwelche Ferraris standen da. Nein, nein, das waren die Big Five. Also der Big Five ist eigentlich, wenn man im Krüger Nationalpark in Südafrika guckt und dass da die ganzen wilden Tiere, auch alle fünf, die es da so gibt, zu sehen sind. Aber der Big Five bei Ferrari sind die Limited Edition Sondermodelle. Davon gibt es fünf. Und diese fünf in einer Reihe da stehen zu haben, und der allererste ist der, der dem Uderzo gehört. Das ist der, der den Asterix gemalt hat. Ich meine, das ist einfach sagenhaft, dass sowas gibt, ja. Wie diese Autos dahin kamen und wie gut gepflegt und wie, ich sag mal, auch gut arrangiert, die für den Zuschauer da hingestellt sind, das ist toll. Und wo sieht man schon die Big Five? Ja? Also, ich habe mich dann von den Big Five aber wieder sehr schnell auf dem Niki Lauda sein Auto kapriziert und bin dann wieder bei der Formel 1 gelandet. Es gibt ja alles, was da zu sehen ist, was einem irgendwie bewegt.
Und jetzt machen wir ein kleines Quiz mit unseren Zuschauern. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ohne zu googeln, ob ihr die Big Five alle zusammenbekommt. Es gibt einen bestimmten Grund, wieso wir jetzt hier über die Loh Collection gesprochen haben. Die Dauerausstellung hat geöffnet seit 23. März, ist noch geöffnet bis 17. November. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir jetzt hoffentlich einigermaßen schmackhaft gemacht hier in diesem Video. Und schmackhaft haben wir hoffentlich auch dieses gesamte Format gemacht. Jetzt gibt es eine kleine Formel-1-Pause, fast schon ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Und dann sehen wir uns erst wieder in 2 Wochen. Für diesen Moment sage ich vielen lieben Dank. Ich sage auch Dankeschön und freue mich schon so vom Bauch her auf Suzuka, meine ultimative Lieblingsstrecke. Egal welches Thema, wenn ihr noch die eine oder andere Frage an mich habt, dann Hashtag AskAVD verwenden.